Die Anzeige im Tageblatt war klein, ich übersah sie glatt beim ersten Mal. Als ich die Zeitung später dann noch einmal in die Hände nahm, da fand ich sie. Zuerst war ich nur irritiert, noch kurz darauf schon fasziniert, denn was da stand, das rief in mir die Sehnsucht nach der Reise in die Ferne, war so lass ich dran. Wer fährt mit nach Paris? Auch ihn. Inzwischen sind